Wir sind heute Abend alarmiert worden zu einem Schuppenbrand im Ortsteil Sechselberg in einer Wochenendsiedlung im Wingert. Dort, als die ersten Kräfte angetroffen sind, stand ein Schuppen mit einer Grundfläche von ca. 5x3 Meter im Vollbrand. Wir begannen eine Wasserversorgung aufzubauen, haben die ersten Löschangriffe eingeleitet. Ein Trupp war mit einem C-Rohr und unter Atemschutz im Angriff. Zur Unterstützung wurden Kräfte der Feuerwehr Mohart hinzugezogen, um die Löschwasserversorgung sicherzustellen. Das Schwierigste ist so gesehen die abgeschiedene Lage von diesem Wochenendhaus, da Sechselberg als nächster Bezugsort ca. 1,5 Kilometer entfernt liegt. Diese Wochenendsiedlung befindet sich mitten im Wald, ist eine kleine Feriensiedlung mit kleinen Häuschen. Es gibt dort eine sehr schlechte Wasserversorgung, wo wir zurückgreifen können. Deshalb haben wir uns entschieden, auf einen Pendelverkehr mit mehreren Fahrzeugen zurückzugreifen, was dann durch die Kräfte der Feuerwehr Mohart sichergestellt wurde. Die Feuerwehr Altötting war mit 4 Fahrzeugen, ca. 25 Kräften im Einsatz. Unterstützt wurden wir durch die Feuerwehr Mohart mit 2 Fahrzeugen und insgesamt 14 Kräften.